So, dann machen wir uns jetzt mal weiter auf den Weg zu dem Handy. Wie gesagt, also Division möchte ich ausgiebig zocken und mir da auch soweit alle Infos holen, die es gibt. Ah, da gibt es ja auch viele Infos auf dem Handy. Oder auf den Handys. Was hier alles so abgegangen ist. Ah, guck mal, da war noch eine Kiste. Okay, die ist nicht hier. Wo ist sie denn? Da. Was haben wir da drin? Nichts, das er mitnimmt. Das ist schon mal schade. Sehr schade, sehr schade. Irgendwelche Gegner. Da liegt noch ein Handy. Ist auch, glaube ich, Tag, das. Rachel, deine Nachricht spricht sich nicht von selbst. Hi Rachel, will nur mal horchen, ob alles okay ist. Wir haben uns gezofft, klar. Aber ich wollte mal hören, ob es dir gut geht. Das heißt, es wird noch schlimmer, bevor es besser wird. Und ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst, aber bleib von der Nadel weg, okay? Oh. Wenn du mit mir reden willst, ruf mich an und ich bin da, wenn du mich brauchst. Überlebensratgeber. Dann könnten wir uns auch mal eben holen. Ne? Ein Überlebensratgeber. Dafür müssten wir allerdings wieder hier raus. So, und da kann's, anscheinend können wir das auch nur von über eine Seite. Ah, weil hier durch die Tür kommen wir bestimmt nicht. Die können wir auch nicht aufknacken oder so. Und da können wir bestimmt auch nirgendwo durchlatschen. Mischen wir hier wieder hoch. Ist ja nicht so schlimm. Mal gespannt, was der Überlebensratgeber bringt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal einen eingesackt haben. Ja. Bei so vielen Games, die man zockt, kann man auch mal ein bisschen die Übersicht verlieren. Ja, Division, Elder Scrolls, Fallout. Jetzt möchte ich mich ins nächste begeben. The Day of the Tentacles. Remastered. Für die PS4. Ein sehr nices Game, wie ich finde. Mega nice. Das früher mal gezockt. Ja, ganz alt. Ich glaube, boah, wann kam das raus? 94 oder sowas? So um den Dreh. Jetzt haben sie ja nochmal ein bisschen was an der Grafik gemacht und so. Und das jetzt auch noch für Remastered, auch nochmal für die Konsole. Mega geil, was ich finde. Oh, haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö, eigentlich nicht. Gut. Wir sollen jetzt hier rum. Ach, guck mal an. Er steht hier einfach mal auf der Karre. Und dachte, ich komme hier nicht rum, ne? Wollte sich verstecken, so ganz, ganz geschmeidig da raushalten. Ist aber nicht mein Freund. Ich weiß nicht. Hier hatten wir auch mal so einen Bossgegner, aber. Weiß ja nicht, ob der wiederkommt. Okay, ist ein Zivilist. So. Hier liegt irgendwo was. Da. Können wir auch nochmal mitnehmen. Oh, Gefechtsholz da. Alles, alles verschrotten, alles, alles, alles weg. Was? Bin entkommen. Indem ich dich kalt gemacht habe. Ist hier noch einer? Kommt er raus? Oder bleibt er da oben? Sollen wir hier rein, oder? Anscheinend, wo? Anscheinend. Soll das irgendwo hier sein?
haben wir denn hier? Müsli-Riegel oder so, wa? Erste Hilfe. Hier haben wir unseren. Okay. Kriegen wir nichts Besonderes, also kann man auch nur 24 von 24 oder sowas von sammeln. Mal gucken, was man bekommt, wenn man alles aufgesammelt hat von denjenigen Sachen. Vielleicht kriegt man ja dann eine exotische Waffe, also eine gelbe. So eine Blaubaute. Ein Plan, um die zu bauen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Wäre nett. So, wo können wir denn noch hin? Wir sind jetzt hier, da können wir uns das Handy noch abgreifen. Jetzt mal ein bisschen auf Handy-Tour hier. Auch nur so ein bisschen. Ne. Von da aus können wir uns ja nochmal das Echo angucken. Ich weiß ja nicht, ob wir uns das schon angesehen haben. Die sind aber gut. Die gehören zu uns. Die patrouillieren hier. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Sachen bekommen, ja. Da fehlt ja noch ein Gegner. Keine Ahnung, wo der jetzt rumgetrollt ist. So. Wieder auf dem Spielplatz. Nö, hier rum. Da hinter der Mauer soll das sein. Kommen wir von hier aus dahin, ja, aber. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ja, ja. Hey Mann, was geht ab? Nix. Ich chill nur. Willst du diese Sache heute machen? Ja, wäre nicht schlecht. Besser jetzt, bevor die Kacke richtig am Dampfen ist. Okay. Treffen wir uns in der Gasse und gehen dann zusammen. Okay, in 10 Minuten? Ja. Wird Zeit, dass hier jemand das Klo repariert. Okay, in 10 Minuten. Repariert er ihn sein Klöchen. So, wo ist das Echo hier, wa? Da. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja, ja. Bin dabei. So, gucken wir uns doch mal an. Shit! Sie haben uns! Wir sind tot! Schnell, hier lang! Was? Über den Zaun? Was ist los, Deborah? Noch nie eine Abkürzung genommen? Was, Sean? Paycam, aktueller Status unbekannt. Beruf professioneller Faulenzer. Details auf der Highschool im Sport durchgefallen. Was ist, wer ist sie? Deborah Johnson, aktueller Status unbekannt. Beruf Barista bei Kerman Coffee. Details laufen an Anklage wegen. Was? Minderschweren Besitzes einer verbotenen Substanz. Okay. So, mehr gibt's dann ja, glaube ich, auch nicht. Oder? Anscheinend nicht. So. Haben wir uns das Echo auch mal angeschnuppert. Da hinten haben wir noch ein Handy. Sollen wir am besten hier lang. Nö. Ja, vielleicht kriegt man ja auch schon im Zwischenschritt eine Blaupause oder so. Wenn man die Hälfte hat oder so. Ich weiß es ja nicht. Also irgendwas wird man da ja definitiv bekommen, was Gutes. Gehe ich mal von aus. Wenn man hier durch ganz... Oh, da quatscht doch irgendjemand. Wenn man hier durch die ganze Map irren muss, um die ganzen... Handys einzusacken. Ich hoffe, man. Ich bin so dankbar. Okay, bitte. Dass man vielleicht auch mal. Was ist der böse? Da ist doch gerade jemand lang geirrt, oder? Und hat sich da versteckt. So, also wo müssen wir denn jetzt hier lang? Da zeigt er mir das Handy nochmal an. Da hinten.
Ihr habt mir doch den Weg hier selber angezeigt, oder bin ich jetzt dumm? Ein Werkzeug, blaues, können wir das auch nochmal eben mitnehmen, looten. Oder haben wir das schon? Werkzeug immer gut. Können wir uns ja schon mal, wie gesagt, da auf drauf vorbereiten, wenn wir endlich mal... Oh, hat er mir hier nicht irgendwas angezeigt, da hinten, ne? Dass, wenn wir gewisse Pläne bekommen, dass wir dann auch separat mal ein bisschen was bauen können für uns. Und diese gebauten waren bisher immer sehr nice. Die zwei Waffen, die wir jetzt haben, haben wir uns ja auch selber gecraftet. Selber fertig gemacht. So, okay. Da hinten irgendwo das Handy, da komme ich von hier nicht dran, aber... Nein. Aber hier ist noch irgendwo was. Da. Aber auch nichts Besonderes. Komme ich da rüber separat vielleicht übers Dach? Ist das möglich? Soll jetzt hier nicht nochmal so rumlaufen müssen. Ah, hier quatscht doch irgendwer. Hört man ja die ganze Zeit. So, hier soll das Handy sein. So. Zeig mir hier an und Ende. Hier und Ende. Sollen wir jetzt denn selber einen Weg da finden, das Handy zu... mir das Handy zu krallen, oder was? Hier geht er so nicht rein. Erste Hilfe immer gut. Was ist das denn, Alter? Ist das ein Bug oder so? Alter, normalerweise zeigt er doch auch an. Ja, geh mal hier und da lang. Jetzt nicht. Soll ich separat hier hoch? Mir irgendwie einen Zugangspunkt dafür zu bekommen. Aber anscheinend auch nichts. Hier soll das irgendwo sein. Hier komme ich aber nicht runter so. Bringt ja nicht. Hier. Beide platt. Oh, und noch was Grünes verloren. Mitnehmen. So. Komme ich denn von hier unten so rein? Mann, jetzt hier so eine Suche wegen so einem scheiß Handy. Langsam reicht's. Nee. Nächstes Mal kaufe ich mir lieber ein Handy und suche mir keins hier irgendwo auf dem Boden für umsonst. So. So. Ja, musst du. Jetzt aber nicht mehr. Dum, 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 dum. Und da haben wir das Handy doch. Was glauben Sie eigentlich, was Sie damit erreichen? Die Sperrung ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme zur Kontrolle der Lage. Wir haben auch so genug zu tun. Aber was tun Sie, damit Leute passieren können? Die meisten Leute wollen doch nur aus der Stadt raus zu ihren Familien. Irgendwann werden wir die Situation neu überdenken. Aber fürs Erste gilt die Sperre. Also, Miss, ich habe hier zu tun. Sie sollten aufhören, Ärger zu machen und sich lieber um Ihre Familie kümmern. Ne? Ja, sie macht sich doch Sorgen, ne? Aber zu ihrer Familie kommt sie ja nicht. So, hier haben wir noch einen Nebeneinsatz. Knieschoner, Blaupause. Der ist, glaube ich, sogar direkt bei uns hier in der Base, oder? Ja. Kann ich hier nicht Blitz hinreisen? Haben wir hier nicht eine Base? Naja, egal. So, die gucken wir uns dann... danach mal an. Wir holen jetzt noch eben den Ordner. Hier in Chelsea ab. Der soll hier irgendwo rum liegen. Okay. Da. Die Waffen sind okay. Tun wir es also. Und wenn Sie Kinder haben, du einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben Sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf Sie. Sie sterben nur dann, wenn Sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben.
Bilder hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Ja, und meine verhungert, was man nicht alles tut für die Familie. Und wenn man Hunger hat, dann ist alles möglich. Ach, schon wieder verzogen. So. So. Sandy einsacken. Auf dem Weg zur Nebenmission ist es ein kleiner Umweg, aber passt schon, passt schon. Da muss doch noch was Besseres sein. Hier. Sprich dein GC. Zack. Einfach mal das Geschütztürm aus, Päckchen. Braucht man gar nicht, aber... sind jetzt auch momentan nicht auf einer großen Mission unterwegs. Nur auf der Suche nach Handys. Hallo, Sie sind jetzt auf Sendung. Ja, ich will nur allen sagen, dass das, was wir jetzt erleben, das ist nicht das Ende der Welt. Schätzchen, du bist ein Goldstück, wirklich. Wie ich jemals ohne dich durch den Winter gekommen bin, ist mir ein Rätsel. Bei deiner Rückkehr wartet hier ein kleines Dankeschön. Komm ich doch mal besuchen, ja? Wenn schon meine Kinder keine Zeit finden, dann vielleicht doch du? Ach, soll man dich vernaschen, oder was? Wenn meine Kinder doch keine Zeit finden, dann vielleicht du? Hier. Alle tot? Was Interessantes liegen gelassen, außer Muni? Nein. Jo! Jetzt ab auf dem Weg zur Überraschung. Ich bin mal gespannt, was wir bekommen. Ich hoffe, was Schönes. Ja, die Karte sieht man so schlecht. Dumm, 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 dumm. Na, hier war wieder traumhaftes Wetter. Ist. So viel Schnee hatten wir ja dieses Jahr nicht wieder mal in Deutschland. Okay, der ist am Verhungern. Auch nette Leute. Braucht man nicht platt machen. Ausnahmsweise nicht. So, ich hoffe, es ist nicht mehr ganz so weit. Bis dahin. Ach, guck mal an, da haben wir nochmal eben. Ist doch hier der Laden, ne? Auto Whipper. Aber da waren wir drin, oder? Da waren wir schon drin, oder? Ja. Im Auto Whipper waren wir schon drin. So, dann gehen wir zurück und da hinten durch. Bin ich mal gespannt, was wir bekommen. Aha. Vielleicht mal eine neue Pistol. Eine Blaupause für eine Pistol. Schon eine schöne, geile Pistole. Wäre schon was. Aber mal gucken. Mal gucken, gucken, gucken. Mal gucken, gucken, gucken. Dum 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 dum. Jo, my friends, wir sind back. Wir sind zurück. Ich will mir eben das Geschenk abholen. Mahlzeit. Liebes, du hast so gute Arbeit geleistet. Die Division muss dich hervorragend ausgebildet haben. Ich wünschte, meine Kinder könnten so gute Bürger sein. Aber mein Benny kriegt es ja nicht mal hin, sich die Schuhe zuzubinden. Vielleicht kannst du ja mal mit ihm reden, wenn das alles vorbei ist. Nun ja. Danke für die Blaupause, die wir da bekommen haben. So, wenn wir schon dabei sind, dann können wir das hier auch mal eben alles zerstören. Und die ganzen Waffenteile schon mal einsacken. Was haben wir denn hier? Okay. Komm weg. Ey, gehst mal aus dem Sonnenlicht, mein Freund. Hä? Juckt die Fresse oder was? Hallo? Hast du keine Freunde oder was? Ich bin hier nicht auf Kuschelkurs, da solltest du mal deine Freundin fragen, also. Stellt sich hier neben mich so, ne? Oh, oh, mein Süßer. Suchst du Freunde? Nein, suche ich nicht. So. Haben wir das auch schon mal? Was haben wir hier? Tadeo, super.
Haben wir das auch schon mal zerlegt. Hier können wir uns mal eben Muni holen. Ich guck mal eben, was er hier am Start hat. Geile Mucke. Wow, 7000. Militärvision, Klassik. Wow, 713 Schaden. Nicht schlecht. Nicht schlecht, aber ich bin momentan noch ganz zufrieden mit unseren Waffen. Und beende das Ganze auch hier. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein extra längerer Part, weil wir ja hier auf Handysuche waren. Und unser Geschenkchen hier abgeholt haben. Unsere neuen Knieschoner. Mal gespannt, wie gut die sind. Aber das sehen wir beim nächsten Mal.